Abend. Braucht doch auch ein bisschen höher, ja. So. Und dieses dämliche Klemmbrett hier, ich bin noch nicht so lange dabei, ich kriege immer so zittrige Hände, aber wenn ich das so an meinen Körper presse, dann dürfte man das nicht sehen, oder? Also ich habe mal Philosophie studiert, ganze 2 Semester, konnte es mir dann nicht mehr leisten, danke, danke. Und da mussten wir mal ein Essay schreiben und wie ich die Lösung zu diesem kniffligen Essay gefunden habe, habe ich hier in dieser Kurzgeschichte festgehalten, die da heißt: Eine Nacht in Bossum City. Nachdem ich nun 2 Stunden ziehe durch die neblige Nacht in Bossum City umherlief, wird es langsam Zeit, den Heimweg anzutreten. Die Weißweinflasche ist bereits zur Hälfte geleert und das übermäßige Grübeln würde mir bei meinen Essays auch nicht mehr weiterhelfen können. Stehen die Werte Freiheit und Gerechtigkeit im Konflikt zueinander? Erstmal eine rauchen, das hilft beim Denken. Totale Freiheit würde bedeuten, dass man tun und lassen kann, was man will. Das bedeutet aber leider auch, dass einige Arschlöcher Menschen Schaden zufügen können, ohne dass deren Schandtaten gesühnt werden würden. Das wäre ungerecht. Deshalb existiert ja überhaupt eine Justiz, repräsentativ für Gerechtigkeit. Allerdings beschneidet uns das wiederum in unserer Freiheit. Ein Dilemma. Ich will doch irgendwie darauf hinaus, dass... Plötzlich springt ein Typ mit äußerst fettigen Haaren aus dem Busch, greift in seine kaputte Lederjacke, zückt ein scharfes Messer und zischt: Her mit der Kohle. Oh Gott, ich werde gerade ausgeraubt. Ich seh doch nicht so aus, als würde ich in Geld schwimmen, Student eben. Nun, wenn man seine stecknadeldünnen Augen so ansieht, dann fliegt die Vermutung nahe, dass er ein Junkie ist. Und diese armen Seelen machen ernst. Sie haben nichts zu verlieren. Jeder Cent zählt, um sich eine Dröhnung zu beschaffen. Trotzdem kriegt er nichts. Die Sucht dieses Typen steigert seine Ungeduld. Also droht er jetzt aggressiver. Bist du taub? Wird's bald. Her mit der Kohle. Nein, erwidere ich lautstark. Er fixiert mich und kommt starr auf mich zu. Meine einzige Waffe ist die halbvolle Weißweinflasche. Ich schreie. Er schreit ebenfalls. Er holt zum Schlag aus und schwingt sein Messer. In wenigen Sekunden, weniger als einer Sekunde, würde er mich aufschlitzen. Doch plötzlich schlägt ihm aus der Dunkelheit der Nacht heraus ein hergeflogenes Projektil das Messer aus der Hand. Ah, schreit der Junkie und hält seine Hand. Ich erstarre vor Schreck. Was war das? Wir beide blicken zu Boden. Es handelt sich um eine Art Boomerang als Symbol geformt. Der Junkie erkennt dieses Symbol und rennt davon. Doch er kommt nicht weit, da ihn eine über 2 Meter große Gestalt mit einem Schlag zu Boden ringt. Aus dem Nebel tritt die Gestalt hervor und ich erkenne meinen Rettenden deutlich. Es ist Batman. Batman mit 2 Ä wohlgemerkt. Batman, rufe ich erstaunt und nehme nervös einen gewaltigen Schluck Wein. Danke, du hast mich gerettet. Batman bindet den Junkie Arme und Beine fest und sagt: Kein Dank, ich tue nur meine Pflicht. Mag sein, aber der Typ war drauf und dran, mich aufzuschlitzen. Und das nur wegen ein paar Piepen, dieses Junkie-Schwein. Verurteile ihn nicht, seine Sucht treibt ihn zu üblen Taten. Ja, da hast du wohl recht, Batman. Du sprichst meinen Namen richtig aus, schreibst ihn aber falsch. Ja, ich weiß, ich habe einfach keinen Bock, mich mit irgendwelcher Urheberrechtsscheiße rumplagen zu müssen. Batman nickt, wirft den Junkie über seine Schulter, holt sein Bat-Enterhaken-Schießgerät hervor und macht sich dazu bereit, in der Nacht zu verschwinden. Warte, Batman, kann ich dich was fragen? Batman nickt. Also, ich studiere Philosophie und Kunstwissenschaft und könnte deinen Rat gebrauchen. Der Clown studierte ebenfalls Kunst. Keine Sorge, ich werde schon nicht verrückt wie der Clown. Es geht mir um Folgendes. Ich muss für Philosophie ein Essay schreiben. Das Thema lautet: Stehen die Werte Freiheit und Gerechtigkeit und Konflikt zueinander? Nun ja, da du dir die Freiheit nimmst, dich in graue Strumpfhosen zu quetschen, darüber eine schwarze Unterhose ziehst und maskiert für Gerechtigkeit sorgen willst, glaube ich, dass du mir bei meinem Essay weiterhelfen könntest. Batman schaut mich nur an. Oh, ich wollte nicht respektlos klingen. Was glaubst du denn? Nun ja, ich bin Idealist. Irgendwie will ich auf die These kommen, dass es nur echte Freiheit geben kann, wenn echte Gerechtigkeit existiert. Und andersrum genauso. 2 hochzuhaltende Werte, die Hand in Hand über den Strand spazieren gehen. Quasi. Ich glaube, dass alle Menschen erst frei, also wirklich frei leben können, und mit frei meine ich die Bewegungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit und so weiter, wenn es echte Gerechtigkeit, also im Gesundheitssystem, im Finanzsystem und in unserem Werteempfinden, gibt. Freiheit bedeutet eigentlich nur, dass man tun und lassen kann, was man will. Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass man sich die Freiheit nimmt, anderen Leuten Schaden zuzufügen. In einer gebildeten, aufgeklärten, moralischen Gesellschaft wäre es das Ideal, frei zu leben, ohne dass man seinen Mitmenschen schaden will. Ich bin aber auch kein Idiot. Ich weiß, dass das unrealistisch ist und leider nie der Fall sein wird. Deswegen haben wir überhaupt ein Justizsystem, die Bullen und das alles. Um eben möglichst viel Gerechtigkeit zu schaffen, beschneiden wir uns in unserer eigenen Freiheit. Also stehen diese Werte leider im Konflikt miteinander, oder?
Batman schaut mich nachdenklich an. Nach einiger Zeit sagt er schließlich: Schau mich an, ich setze mich über die Justiz hinweg, nehme mir die Freiheit, das Üble zu bekämpfen, damit für Gerechtigkeit gesorgt wird. Für Gerechtigkeit muss man sorgen, damit die Menschen frei leben können. Und damit muss auch alles gesagt sein. Die Nacht ist noch lang und es gibt noch viel Unrecht zu bekämpfen. Er holt sein Bat-Enterhaken-Schießgerät hervor, zielt in die Nacht, schießt und verschwindet mit dem Junkie über der Schulter im Nebel. Danke, Batman, rufe ich ihm hinterher. Batman konnte mir aber auch nicht wirklich weiterhelfen. Er schilderte mir lediglich die Beweggründe für sein Handeln. Doch eine Antwort auf mein Problem konnte ich mir leider nicht bieten. Aber hey, ich hab's! Das ist die Idee! Ich werde in dem Essay einfach berichten, wie mich Batman rettete und was er zu dem Thema sagte. Ja, meine Dozentin wird staunen. Sie mag mich und wird meine Kreativität zu schätzen wissen. Eine Woche später. Den Essay, oder eher gesagt, die Kurzgeschichte mit Batman habe ich abgegeben. Note 6. Dieses Miststück. Danke.